Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem dritten Altgriechisch-Video. Es geht weiter mit dem Text von Xenophon Salamasis, den ich ja schon in einigen Sätzen bearbeitet habe. Auf geht's heute. Ihr seht hier noch einmal das, was wir schon, beziehungsweise was ich schon in den ersten zwei Videos ins Netz gestellt habe. Und wir schauen uns einmal den dritten Satz an. Die kolometrische Schreibweise war ja insoweit schon gediegen, als dass wir das nach entsprechendem Hochpunkt oder nach entsprechendem Komma oder nach entsprechendem Punkt markiert haben und die Verben in einem ersten Durchgang habe ich auch schon markiert. Ich hatte gesagt, letztes Video, wenn man nicht alle Verben trifft, ist das nicht so schlimm. Wir schauen uns mal an und es sieht so aus, dass wir die Grammatik da liegen haben oder einen Zettel. Ich habe hier einen Zettel natürlich da liegen und das Lexikon, da hat man natürlich schon vorher nachgeschlagen. Also, wir schauen uns an Etynchiane von Tynchiano oder von Tynchianen, das Imperfekt, traf sich gerade. Und dann haben wir davor stehen, paron von parenai, dabei sein, das Partizip Präsens aktiv. Ja, von parenai, also hat man jetzt hier schwierig auch dabei sein. Man könnte Tynchiano, so eine Interpretationsfrage, wenn ihr da ins Lexikon guckt, da gibt es ganz viele. Es traf sich zufällig, kann man auch. Es traf sich zufällig, dass der dabei war. So, da haben wir schon mal, der aber war zufällig dabei. Oder der aber war zufällig dabei seiend, so wie ihr wollt. Und nun, das Men lassen wir einmal weg. Hier unten findet ihr wieder das De. Das haben wir jetzt schon öfter gehabt. Ich neige eher dazu, das erstmal nicht zu übersetzen. Wir gucken gleich mal. Und dann haben wir Presbyteros. Das hatten wir, glaube ich, wenn ich da... der Ältere, genau, der Ataxerxes. Also, hier oben war, der Dareios war krank und er fühlte, dass es mit ihm zu Ende geht und er wollte nun beide Kinder dabei haben. Jetzt sind wir hier, der Ältere war nun zwar schon zufällig da, der Ältere, also ich neige wieder dazu, der Ältere war zufällig schon da. Ich sage nochmal, das ist ja alles sowieso hier ein Vorschlag, wenn ihr das anders übersetzen wollt oder ihr habt eine andere Konstruktion, dann ist das auch in Ordnung. Ich gebe ja hier nur Tipps. Ich sage nochmal, das ist hier weder die Quadratur des Kreises, noch ist das hier das Ei des Kolumbus, sondern es sind einfach Vorschläge, die ich mache. Jetzt schauen wir mal hier hin. Ihr seht, erstens ist das ein bisschen länger, also machen wir bis Metapempetai. Und dann den Rest bis Epoiesse. Und ihr seht hier am Anfang Kyron. Natürlich ist es genauso wie im Lateinischen oder jetzt auch im Altgriechischen wichtig, dass man auf die Endung achtet. Da steht nicht Kyros, Kyros de Metapempetai. Das hieße also, der Kyros lässt kommen, sondern Metapempetai, RCS lässt kommen, Kyron, den Kyros. Also den Kyros lässt er kommen, wobei wir uns jetzt noch darüber klar sein müssen, dass das hier ein Präsens ist. Hier oben aber, ich weiß jetzt nicht, ob man immer zwischen Imperfekt oder Vergangenheit und Gegenwart springen soll. Ich mache das hier also auch jetzt als Imperfekt, obwohl hier ein Präsens steht. Also, er lässt den Kyros, aber ließ er kommen. Den Kyros, aber ließ er kommen. Apo, tes, arches. Ich hatte ja schon mal gesagt, Präpositionen eignen sich wunderbar dazu, dass man zum Beispiel Sinnabschnitte nochmal in den Text reinbekommt. Also, wir haben hier apo, tes, arches. Jetzt muss ich hier sagen, in einigen Textausgaben habe ich hier hinter Arches ein Komma gefunden. In einigen habe ich jetzt hier kein Komma gefunden. Mit der
Kommaschreiberei, ist das im Altgriechischen sowieso schwierig, meines Wissens nach ist die gesamte Interpunktion sowieso erst später nach den Texten eingefügt worden und das ist, glaube ich, auch nicht eindeutig. Also ich lasse das einmal so stehen. Apotheis Arches, von der hier ist das die Provinz, Arche, Herrschaftsbereich, also ließ ja kommen von der Provinz oder aus der Provinz. Kommen aus der Provinz. Jetzt mache ich dann Komma. Epoesse. Ja, ich mache hier. Er hatte gemacht. Er hatte gemacht, Auton ihn Satrapen zum Statthalter. Und dann häs Relativsatz zu dessen, Genitiv, also ein Relativsatz, apotheis arches, häs, aus der Provinz, zu dessen Statthalter er ihn gemacht hatte. Zu dessen Statthalter er ihn gemacht hatte. Also Epoesse, habe ich nachgeschlagen, natürlich von Poeo machen, dritte Singular Aorist, gemacht hatte. Jetzt machen wir hier im All weiter. Und zwar wieder bis Epedeixe. Epedeixe. Und dann seht ihr hier ein Panton, ein Genitiv. Und dann Hosoi. Kennt ihr alle? Wie viele? Hatreuzontai. Sie versammeln sich von, habe ich aufgeschrieben, Hatreuzontai. Genau, dritte Plural. Medium versammeln. Hatreuzomai. Glaube ich wohl, Hatreuzomai. Ja, genau. Wo waren wir? Und jetzt, ich nehme das jetzt nochmal auf. Und er hatte ihn auch gemacht zum Feldherrn. Und er hatte ihn zum Feldherrn gemacht. Und er hatte ihn auch, das ist jetzt mein, zum Feldherrn gemacht. Und jetzt machen wir Panton aldera, Komma, Genitiv Plural. Und jetzt wie viele? Da nehme ich jetzt einfach mal die. Entschuldigt. Es. Hier haben wir wieder eine Präposition. Es mit dem Akkusativ. Kastolou ist ein Genitiv, ist ein Eigenname groß geschrieben. Pedion, ups, die Ebene. Also die sich in der Ebene von Kastolou oder was wollt ihr, von Kastalos, die sich in der Ebene, die sich in der Ebene von Kastalos, ja, ich schreibe jetzt einmal versammelt hatten, ja, versammelt hatten. Wenn das jetzt zu heftig ist, dieses versammelt hatten, sage ich nochmal, kann man ja ohne weiteres machen, macht man eben Hatreuzontai, Klammer auf, dritte Plural, Medium, von versammeln und dann hat man dem Korrektor oder der Korrektorin gezeigt, dass man die Verbform korrekt erkannt hat und dann denke ich mir, ist das schon im Bereich des Möglichen, dass man das jetzt so entsprechend frei übersetzen kann. Wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das machen könnt, wenn man das eben nicht darf, weil vorher gesagt worden ist, so wörtlich wie möglich, dann nimmt man da eben die sich in der Ebene versammeln und man erzählt das eben so, wie die Tempora da ablaufen. Also da hätte ich dann auch keine Hemmungen. Ja, das ist erstmal bis dahin. Das speichere ich mir mal ab. Jetzt mache ich hier mal so einen Einschnitt. Und wir schauen uns einmal für das nächste Video schauen wir uns einmal an. Das geht ja hier bis Parasion. Wir gucken mal, was wir an Verben Anabaine,
Das ist hübsch, ja. Also das weiß man jetzt inzwischen schon. Das ist ja sowieso immer an der Beine. Also wer geht hoch? Nun, der Kyrus geht nun hoch. Labon, das kennen wir jetzt in Partizip. Präsens aktiv, das hatten wir ja schon mal. Labon mit sich nehmend. Tissaphernen, den Tissaphernes, den Tissaphernes. Hos Philon, hos wie einen Freund. Schreibe ich sofort darunter. Ja, das ist ja manchmal Komma. Der Kyros, der Kyros, ja, geht nun los und nimmt den Tissaphernes wie einen Freund mit Komma. Und dann haben wir kein Kaiton Helenon, Genitiv Plural, de Echon. Echon. Hoplitas, Anebe. Er geht hoch. Er ging hoch. Ihr seht, Triacosius 300. Hoplitas. Und er ging hoch. Hoplitas Triacosius, wen oder was? 300 Hopliten. Echon. Das Echon ist hier als Syn gebraucht, wie Syn mit dem Dativ, Echon mit dem Akkusativ, also habend, mit sich habend. Echon kann man daneben, Agon kann man daneben, Labon kann man nehmen, das war da oben, ja, genau, dieses Labon, oh, da habe ich vergessen, das zu sagen. Also mit dem Tissaphernes, Labon mit dem Akkusativ, wie Syn mit dem Dativ. Also er ging hoch, wobei er mit sich nahm, mit sich 300 Hopliten der Griechen. Ja, können wir auch sofort dazu schreiben. Ach, dann mache ich das jetzt fertig. Und er nahm, ja, er ging hoch, er ging los mit 300 Hopliten der Griechen, Komma. Die Rechtschreibfehler, die ich mache, die entschuldigt ihr bitte alle. Er ging los mit 300 Hopliten der Griechen. Ihr seht, dass ich das der, das der lasse ich wieder unterm Tisch fallen. Das macht ihr dann, wenn ihr das besser übersetzt. Klar, wenn ihr eine saubere Übersetzung macht, dann arbeitet man nochmal drüber. Das ist ja sowieso eine. Erstmal so ein erster Renner. Und dann haben wir noch den Parrhasios, nee, den Xenias, den Parrhasia Xenias, den Parrhasia Xenias, von denen, und Archonta ist von Partizip Präsens aktiv. Von Archen anführen. Und er nahm auch mit den Parrhasia Xenias als Anführer von denen. Wobei auch, das ist jetzt, wobei er auch den, jetzt muss ich mal eben gucken, wie man Par Parrhasia Xenon, ja, Xenon, nee, Xenias, Xenias als deren Anführer mit sich nahm. So, ja, kann man glaube ich so lassen. Gut, also das wäre so mein Erklärungsvorschlag. Ihr seht, das ist mir immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Werde ich auch bei jedem altgriechischen Video machen. Ihr seht, wie wichtig es ist, dass man eine kleine, nicht übertriebene, das ist ja jetzt kein besonders schwieriger Text, Strukturierung macht. Bedeutet eben, also finde ich, kolumetrische Schreibweise absolut Pflicht. Markierung der Verben mit einem Blick auf zum Beispiel
sehe ich hier unten gerade, mache ich nochmal so als Wiederholung, Teleuten to bio, also bei Genitivattributen immer das entsprechende Bezugswort, das macht ihr dann sowieso. Und wenn dann zum Beispiel Präpositionen da stehen, wie hier apotes, aches, Pantonhosoi, ja, das sieht man da ja auch, aber hier zum Beispiel es kastolupedion, das muss man markieren, dann hat man das auch bei der Übersetzung sehr viel einfacher. Klar sind ab und zu mal schwierige Stellen da, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören. Die schriftlichen Unterlagen zu diesen Videos gibt es auf meiner Homepage www.raphaelbiere, raphael-biere.de. Da gibt es diese Unterlagen als PDF, die könnt ihr euch downloaden, wenn ihr wollt, und ausdrucken lassen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich.